Donald Trump hat Corona. Das ist die Headline des Tages. Was das genau für den Aktienmarkt bedeutet und wie du dich jetzt positionieren solltest und ob wir vielleicht sogar den nächsten Crash jetzt hier erleben durch diese News, das wollen wir einmal in diesem Video klären. Also, was ist zunächst denn überhaupt mal passiert? Donald Trump hat heute Morgen getwittert, so ungefähr 7 Uhr deutscher Zeit, dass er und seine Frau an Corona erkrankt sind. Soweit geht's den beiden wohl auch gut, das hat der Arzt bestätigt und wahrscheinlich haben sie sich das bei der Beraterin im Wahlkampf geholt, die schon vorher an Corona erkrankt war. Und die haben eben getwittert, ja, wir werden es zusammen schaffen, uns geht's soweit gut und haben natürlich auch zur Nation positiv geredet. Schauen wir mal, wie das Ganze verläuft. Das ist natürlich besonders interessant, denn Trump war ja immer ein sehr großer Gegner von den ganzen Maßnahmen gegenüber Corona. Man hat ihn immer gesehen, ohne Mund-Nasen-Schutz war er da unterwegs. Unter anderem hat Biden, der Konkurrent, eben immer darauf hingewiesen oder ihn daraufhin angegriffen, dass er keine Maske trägt. Und andersherum hat Trump natürlich in Richtung Biden gefeuert. Ja, was soll das Ganze? Warum trägt er denn hier andauernd eine Maske und so weiter? Also Trump ist dafür bekannt, das ganze Thema gar nicht so ernst zu nehmen. Und jetzt ist er eben selber daran erkrankt. Interessant ist natürlich, wir sind vier Wochen haben wir noch bis zu den Präsidentschaftswahlen in den USA. Und es ist natürlich ein Schlüsselereignis, diese Präsidentschaftswahlen, für den Aktienmarkt. In der Regel ist es so, dass die Märkte ohnehin schon ziemlich volatil sind im Vorfeld einer solchen Wahl. Und jetzt hat das Ganze natürlich noch ein i-Tüpfelchen bekommen. Das heißt, ich rechne damit, dass auch in Zukunft die Märkte sehr unsicher sind, sehr unruhig sind, bis dann letztendlich ein Kandidat auch feststeht, der dann ins Amt rückt oder im Amt bleibt, à la Trump. Und das erkennen wir auch, wenn wir uns heute Morgen mal den Chart angucken. Und zwar erstmal der S&P 500 Future, der hier um einiges abgerutscht ist. Und auch die Volatilität, die ich hier ebenfalls noch einblende, die ist natürlich in dem Moment gestiegen. Das ist ganz normal bei so einem Ereignis. Das hätte auch ein anderes Ereignis sein können, wenn jetzt jemand anders erkrankt wäre oder so oder irgendwas, irgendein Attentat passiert oder irgendwie sowas, dass erstmal ein großer Abverkauf stattfindet, erstmal Panik da ist. Denn man weiß ja nicht, was bedeutet das jetzt genau? Wo geht die Reise hin? Und gerade im Vorfeld dieses Wahlkampfs ist das natürlich ja nochmal ein bisschen unsicherer. Und Trump wird natürlich jetzt, um darauf nochmal zurückzukommen, diese zwei Wochen ja ein bisschen einen Rückschlag erleiden, denn er kann natürlich offline nicht an irgendwelchen Veranstaltungen teilnehmen. Biden währenddessen kann natürlich Gas geben dahingehend und durch die Bundesstaaten reisen und Werbung machen für sich und seine Partei. Allerdings, so wie wir Trump auch kennen, wird er mit Sicherheit auch aus dem Büro heraus, beziehungsweise aus seinem Oval Office heraus, ordentlich Gas geben via Twitter und Online-Konferenzen und wird da natürlich nicht untätig bleiben. Zudem ergibt sich natürlich auch, auch wenn es erstmal nach einem Vorteil aussieht für Biden in dem Moment, ergibt sich natürlich für Trump auch gewisse Chancen. Denn Trump kann natürlich, weil er bisher das immer sehr locker genommen hat mit Corona, kann natürlich sagen, wenn das Ganze denn gut geht für sich und für seine Frau, dass er das Ganze ohne Probleme überstanden hat. Selbst in seinem Alter ist das Ganze gar kein Problem. Und schau dir Sleepy Biden an, Sleepy Joe, wie er auch manchmal genannt wird von ihm. Der wäre wahrscheinlich direkt umgefallen, so nach dem Motto. Und jetzt bin ich mit neuer Stärke zurück und wir haben ja dann noch, wenn er jetzt zwei Wochen in Quarantäne muss, was er ja muss, haben wir dann noch zwei Wochen bis zu den Wahlen und dann kann er sich natürlich gestärkt hinstellen und sagen, jawohl, ich habe es geschafft, gar kein Problem und den Rest, wenn ich es schon schaffe in meinem Alter, dann kriegen wir das hier mit dem ganzen Land auch noch geregelt, so nach dem Motto. Deswegen nicht unbedingt ein Nachteil vielleicht für Trump, könnte auch ein Vorteil sein, je nachdem, wie er damit umgeht und wie Biden natürlich auch Trump jetzt angreifen wird dahingehend. Insgesamt, um nochmal auf den Aktienmarkt zurückzukommen, was uns ja eigentlich hauptsächlich auch interessiert, ist es ja so, dass Biden unter anderem höhere Unternehmenssteuern angekündigt hat, was für die Wall Street oder für die Börse nicht allzu gut wäre. Allerdings gilt Biden auch als ziemlich China-freundlich, weswegen der Handelskonflikt, der durch Trump ziemlich entfacht ist, sage ich jetzt mal, natürlich auch ins Gute gewendet werden könnte. Also es sei nicht unbedingt gesagt, auch wenn viele das meinen, dass Trump besser für die Börse ist, auch bei Biden, wenn er eben gewählt wird, dann könnte das gar nicht so schlecht aussehen. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass wenn Trump abgewählt wird, dass wir dann auf einmal ja irgendwie um minus 10% stehen oder irgendwie sowas bei den großen Indizes. Was viel ja so gesehen schlimmer oder schlechter ist für uns Anleger, ist einfach diese Unsicherheit, diese hohe Volatilität. Und deswegen kann ich jedem nur raten, jetzt in dieser Situation die Füße stillzuhalten.
Wenn ihr langfristig investiert seid, dann ignoriert solche News einfach. Wenn ihr allerdings kurzfristig auch ein bisschen was machen wollt, vielleicht seid ihr im Aktienoptionshandel, vielleicht beim Swing Trading oder irgendwie sowas, ja dann jetzt vielleicht mal ein bisschen Risiko rausnehmen, ein bisschen höhere Absicherung fahren, was ja eigentlich gerade mit Aktienoptionen sehr, sehr gut geht, und dann mal ein bisschen abwarten. Gerade jetzt mit dieser Corona-Message ein bisschen abwarten und dann vielleicht auch noch die Wahl abwarten und nur einen kleineren Betrag investiert sein. Das Ganze ist mir zumindest im Moment ein bisschen zu unsicher, gerade mit dieser News. Wir werden sehen, wie das Ganze im Tagesverlauf quasi mit dem Handel aussieht, ob wir weitere Abverkäufe sehen oder wieder eine schnelle Erholung. Auf jeden Fall sehen wir eben an dem VIX auch, dem Volatilitätsindex, dass das Ganze schön nach oben geschossen ist und deswegen mal ein bisschen Zurückhaltung fahren. Das ist also soweit, was ich euch hier mitnehmen kann. Ich hoffe, ihr hattet davon ein bisschen was. Wenn euch Börse, Aktien und Co. interessiert, dann bitte jetzt einmal den Kanal abonnieren. Hier gibt es regelmäßige Updates zu News, wie jetzt heute zum Beispiel außerhalb der Reihe. Ansonsten gibt es immer mittwochs und auch sonntags regelmäßig Videos, How-To-Videos oder auch zur aktuellen Lage, zu Aktien, Aktienanalyse und so weiter. Ich freue mich auf dich und dass du demnächst dabei bist. Ansonsten hätte ich hier noch ein Video und da ein Video. Schau doch mal vorbei, sind interessante Themen dabei. Ich wünsche dir ansonsten alles Gute. Lass mir noch mal einen Kommentar da, was heute so im Handelsverlauf passiert. Können wir ein bisschen drüber diskutieren. Ansonsten, wie gesagt, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Investierer. Tschüss.